In diesem Video geht es um die Dissoziation. Und die Dissoziation ist jetzt ein Vorgang, bei dem jetzt eine chemische Verbindung jetzt in entweder Ionen, Atomen oder Molekül jetzt aufgespalten wird. Und jetzt, wenn wir eine Aufspaltung in Ionen haben, dann haben wir eine elektrolytische Dissoziation. Und das auch so die am häufigste betrachtete Dissoziation elektrolytisch. Dann gibt es aber auch noch die thermische Dissoziation. Da haben wir dann typischerweise die Aufspaltung in Atome oder Moleküle. Und dann gibt es auch noch hier die Aufspaltung durch Licht. Besprechen wir aber nicht ausführlich. Am wichtigsten für uns jetzt hier die elektrolytische Dissoziation. Und die haben wir jetzt eben bei Elektrolyten, wie zum Beispiel dann Säuren, Basen oder Salzen. Jetzt fangen wir erstmal mit Salzen an. Und zwar seht ihr mal rechts hier Natriumchlorid, NaCl, dargestellt. Und dann betrachten wir eben auch typischerweise die Salze, Säuren und Basen in Wasser. Und jetzt die Dissoziation von Salz, NaCl in Wasser sieht dann folgendermaßen aus. Ihr seht es recht dargestellt, dass wir jetzt H2O-Moleküle dann haben, die sich dann um das Salz, NaCl, umgeben. Und dann haben wir jetzt Wechselwirkungen, denn das NaCl besteht jetzt aus Natriumion und Cl-Ion. Und die H2O-Moleküle sind ja jetzt Dipole. Einfach im Prinzip durch die Sauerstoff- und Wasserstoffatome bildet sich jetzt ein Dipol aus. Und dann gibt es jetzt hier Ion-Dipol-Wechselwirkung. Seht auch rechts dargestellt. Und diese Ion-Dipol-Wechselwirkung ist jetzt sehr starke zwischenmolekulare Kräfte. Und die führen dann dazu, dass jetzt die Ionen im Gitter, also die Na+ und Cl-Ion, die werden dann durch die Anziehungskräfte herausgelöst. Und dann bildet sich eine Hydrathülle. Sieht auch dargestellt, jetzt um ein Na+ bilden sich dann hier die einzelnen, verlagern sich die einzelnen H2O-Moleküle. Gleiches Prinzip wird dann auch bei den Cl- der Fall. Das heißt, auf diese Weise werden dann jetzt hier alle Cl-Ionen und Na+ jetzt aus dem Gitter dann herausgelöst. Und das wird dann eben hier genau eine Dissoziation elektrolytisch, dass wir dann eine chemische Verbindung, ein Salz, aufgespalten haben in Cl-Ion und Na+. Und dazu können wir dann auch noch die Dissoziationsgleichung aufschreiben. Und zwar NaCl spaltet sich dann eben auf in und dann Na+ und Cl-Ion. Und jetzt in einer anderen, als komplette Reaktionsgleichung könnte man jetzt noch optional schreiben plus H2O, weil das Ganze findet ja in Wasser H2O statt. Aber als Dissoziationsgleichung speziell, da gucken wir uns einfach nur an, was wird jetzt hier aufgespalten. Das heißt, da spürt man das H2O jetzt typischerweise nicht mit aufschreiben. Deswegen Salze wären ein typisches Beispiel. Andere Salze wären auch noch statt NaCl, KCl oder jetzt Ammoniumchlorid, NH4Cl würde sich aufspalten in NH4+Ionen und Cl-Ionen. Dann wäre das jetzt die Dissoziationsgleichung. Jetzt andere Beispiele wären eben Säuren. Zum Beispiel H2SO4 wäre jetzt Schwefelsäure und H2SO4 auch wieder betrachtet in Wasser. Können wir schreiben plus H2O reagiert jetzt in einer Säure-Basis-Reaktion, dann in einer Gleichgewichtsreaktion zu letztendlich SO4-2-Ionen und H3+Ionen. Und jetzt als ausgeglichene Reaktionsgleichung müssen wir noch hier schreiben, hier eine 2 plus 2 H2O und 2 H2O+. Aber wichtig werden auch wieder die Dissoziation, Aufspaltung in SO4-2-Ionen und H3O+Ionen. Und dann ist das jetzt hier auch eine starke Dissoziation, weil wir haben jetzt hier mit H2SO4 eine starke Säure, bedeutet starke Säure. Das meiste an Säure spaltet sich auf in die einzelnen Ionen. Das seht auch mal rechts dargestellt. Ihr seht mal exemplarisch links Säure und Wasserteilchen und rechts Säure-Restion und H3+Ion. Und da seht ihr bei der starken Säure das Prinzip, dass dann eben das meiste jetzt hier sich in Ionen aufspaltet. Deswegen auch hier starke Säuren werden dann hier starke Elektrolyte. Wir haben eine starke Dissoziation. Das gleiche auch bei starken Basen, zum Beispiel Kalilauge. Kalilauge wäre jetzt eine Base, KOH. Und in Wasser wird sich das aufspalten in K+Ionen und OH-Ionen und deswegen auch wieder hier starke Base. Wir haben eine hohe Dissoziation und wie stark jetzt die Dissoziation eben ist, das können wir jetzt über den Dissoziationsgrad dann darstellen. Und zwar ist der Dissoziationsgrad, jetzt mal hier ein Beispiel NaCl dargestellt, wäre jetzt hier die Konzentration dann der Ionen, also der aufgespaltenen Produkte, hier CNA+
durch CNACL. Und hier bei Salzen oder auch starken Säuren, da haben wir einen sehr hohen Dissoziationsgrad. Hier zum Beispiel auch, können wir sagen, ungefähr 1, weil eben das komplette Salz sich aufspaltet in Ionen. Das heißt, alles die Anzahl der Teilchen vom Salz am Anfang ist dann auch nachher die gleiche Anzahl von jeweils Na+-Ionen und Cl-Ionen. Deswegen Konzentration gleich, ungefähr 1. Bei starken Säuren haben wir auch einen sehr hohen Dissoziationsgrad. Hier zum Beispiel fast 1 oder anderes Beispiel wäre noch HCl, Salzsäure, da haben wir auch sehr hohe Dissoziationsgrade, auch bei starken Basen. Dagegen gäbe es noch hier bei der elektrolytischen Dissoziation noch schwache Elektrolyte. Und schwache Elektrolyte wären zum Beispiel schwache Säuren oder schwache Basen. Eine schwache Säure wäre jetzt Ethansäure, jetzt mal hingezeichnet, mal als Strukturformel hier Ethansäure mit den H-Atomen drumherum und dann hier O und OH. Und das würde jetzt in mit H2O, mit Wasser reagieren zu und dann hier H-Atom spaltet sich ab, Säure-Base-Reaktion. Wir würden dann erhalten hier HC und dann würden wir hier ein Säure-Rest-Ion erhalten. Dementsprechend dann hier mit dieser Struktur und hier und dann hier am Sauerstoff Negativladung plus H3O plus. Und dann hätten wir auch hier wieder Dissoziation. Wir haben dann hier aufgespalten einmal das Säure-Rest-Ion und jetzt könnte man auch noch statt H3O+-Ion in Dissoziationsgleichung findet dann manchmal die Schreibweise plus H+-Ion. Das ist so Basentheorie. Manchmal betrachtet man H3O+, manchmal H+-Ion. Auf jeden Fall auch wieder Aufspaltung in Ionen. Und dadurch, dass Ethan so eine schwache Säure ist, haben wir jetzt hier nicht so viele Säure-Rest-Ionen und H3O+ bzw. H+-Ionen, die entstehen. Das seht ihr auch mal rechts dargestellt in der Grafik. Schwache Säure, seht ihr mal, wir haben dann noch sehr viel Säure und H2O übrig. Das heißt, der Dissoziationsgrad hier wäre eben nicht so hoch, weil wir können uns vorstellen, dass zum Beispiel jetzt einfach mal beispielsweise gesagt, 10-mal mehr Ethansäure nachher in der Lösung noch ist im Vergleich zu Säure-Rest-Ion und H3O+. Das heißt, dann wäre jetzt in diesem Beispiel, wenn ich jetzt mal sagen würde, wir haben nachher 10-mal so viel noch Säure wie Ionen, dann wäre der Dissoziationsgrad eben hier C, kann ich mal hinschreiben, C und dann zum Beispiel diese Säure-Rest-Ion, also ich schreibe einfach mal A-, CA- durch C die Säure. Und dann wäre das zum Beispiel jetzt hier ein Zehntel, 0,1. Deswegen, hoher Dissoziationsgrad heißt, dass wir dann eine sehr starke Aufspaltung haben in Ionen. Anderes Beispiel wären schwache Basen, zum Beispiel NH3-Ammoniak, eine schwache Base mit Wasser, H2O, würden wir dann in einer Gleichgewichtsreaktion NH4+ und dann hier noch OH- schon erhalten. Und auch hier Base deswegen, weil eben das NH3 jetzt ein H+-Ion hier aufnimmt, ist ja Proton-Akzeptor-Prinzip bei einer Base. Und dann haben wir auch hier wieder nicht so viel Hinreaktion. Das heißt, die Konzentration hier der Ionen ist im Verhältnis jetzt zur Anfangskonzentration. Ich kann mal schreiben, CNH4+ zum Beispiel ist im Vergleich zur Anfangskonzentration hier von NH3 nicht so hoch. Das heißt, auch hier wieder geringer Dissoziationsgrad. Dann jetzt noch kurz zu thermischen Dissoziationen. Da wäre eine Beispielsreaktion, seht ihr mal hier rechts, die Reaktion, dass jetzt N2O4 jetzt zerfällt, aufgespalten wird in zwei N2O-Moleküle. Also genau das Prinzip, dann Aufspaltung in Atome, die wir dann hier haben und das thermisch, weil das haben wir dann eben bei einer Temperaturveränderung. Dann noch kurz ein Beispiel für Licht. Das wäre jetzt hier das Beispiel, dass Sauerstoffmoleküle, O2-Moleküle, dann aufgespalten werden in einzelne Sauerstoffatome. Das dann eben noch durch Licht. Dann gibt es auch noch das Ganze mit Strom. Aber das sind jetzt noch kurz Beispiele dazu. Dann noch ein Stichwort Dissoziation Energie. Und zwar die Energie, die man jetzt benötigt, um hier solche Verbindungen aufzuspalten. Das ist noch einfach eine Dissoziationsenergie. Dann flicke ich doch hier ähnliches Video zum Thema Elektrolyte, wo wir das Ganze hier mit der elektrolytischen Dissoziation nochmal genauer besprechen. Und dann noch Abi-Kurse, Chemie-Vorbereitungskurse sind noch hier verlinkt, empfehle ich euch zu Säure-Base-Trennung und alles weitere. Und auch hier mein Physik-Kanal verlinkt. Und das war es dann damit zu diesem Video.